Und dann war ja noch die Geschichte mit den Schaltungen. Ja, natürlich. Weil das hängt wieder zusammen, ne? Also die Kraft kommt jetzt vom Motor zu dem Sachen halt anderes und geht dann hier über Kette oder Zahnriemen an die Schaltung. Und Schaltungen haben wir zwei verschiedene Systeme: Kettenschaltung, wo es verschiedene Zahnräder gibt, ne? Kette geht hoch und runter. Und die Nabenschaltung, wo ein Getriebe drin ist. So. Und also Nabenschaltung ist im Pflegearm oder pflegeleicht oder überhaupt Kopfpflege, je nachdem. Sind geschlossene Systeme, sind nicht schmutzanfällig. Eine Nabenschaltung ist eine schöne Sache. Und sie haben auch mittlerweile sehr hohe also Entfaltungen, sieht man. Also der Unterschied zwischen dem kürzesten, leichtesten Gang und dem schwersten sind 380% und mehr. Das ist viel. Wenn man den Berg hochfährt, im ersten Gang, dann merkt man, oho, ich komme ja ziemlich steil hoch und auf der Ebene kann ich anderkräftig mitreden oder der Berg runter. Das nennt sich Entfaltung. Und das ist das Kriterium überhaupt. Eine Kettenschaltung hat auch eine ähnliche Entfaltung mittlerweile. Da war sogar mal die Nuvinci Nabenschaltung, die N380, heißt ja 380% Unterschied. Haben Sie das jetzt verstanden eigentlich mit der Entfaltung? Ich erkläre es nochmal. Ich erkläre es nochmal. Nuvinci 380, ja, das sind die 380% Entfaltung. Also, wenn Sie eine Pedalumdrehung machen auf Ihrem Rad, ne, eine Pedalumdrehung, dann kommen Sie im kürzesten Gang zum Beispiel 2,20 Meter. Und wenn Sie dann den schwersten Gang einschalten, 8 Meter irgendwas. Und die Differenz zwischen dem kürzesten und dem längsten Weg, das ist die Entfaltung. Und dann sage ich, ah, das ist so und so viel Prozent mehr. Also habe ich dann die 380% Unterschied. Dadurch kann man dann auf einen Blick ganz schnell sehen, oh, so viel, prima. Und 380% ist viel. Also das ist. Und die Kettenschaltungen mit 10 und 11 Gang kommen jetzt so langsam an diese Übersetzung heran. Ja, 540. Und die Roloff, mit der, die hat praktisch eine Übersetzung, ähnlich wie es die 27-Gang-Schaltungen bei den Fahrrädern gehabt haben, bei den Trekkingrädern oder bei den Mountainbikes. Also die Roloff-Schaltung ist eine Schaltung, eine Nabenschaltung, die tatsächlich die Übersetzung einer hervorragenden Kettenschaltung hat. Und das macht das Ding auch so einzigartig, die Roloff. Ist die Roloff-Schaltung vorzuziehen gegenüber der Kettenschaltung, sag ich mal? Ha! Naja, eine Kettenschaltung ist so, die musst du pflegen, du hast eben den Verschleiß, du hast das ganze Also, Zeug. mir geht es auf jeden Fall so, ich fahre so einen Tag so 100 Kilometer etwa, Echt? wenn ich aufgehe. Ich schalte mich ja zu Tode mit der Kettenschaltung, sage ich mal. Ja? Und das kann Ja. man in Zukunft ersparen. Solche Leute, ne, die solche Sachen machen wie Sie, brauchen ein Material, das besser ist wie das Gewöhnliche. Das Gewöhnliche sind eher Freizeiträder. So einer. Also es gibt viele Beispiele, wo Leute mit einer Roloff-Narbe, mit einer Narbe über 100.000 Kilometer gefahren sind. Und der Roloff hat ja, als der die entwickelt hat, diese Narbe, Mitte der 90er Jahre, hat er ja noch gar nicht gewusst, dass es mal E-Bikes gibt. Und hat die aber schon so stark konstruiert, dass diese Narbe sogar 130 Newtonmeter aufnehmen kann an Kraft. Der Bosch-Motor schafft im Moment 75. Die werden in Tandems eingesetzt zum Beispiel, wo zwei so wackere Helden draufhocken und machen irgendwelche Kraftdinger, Übungen und Wettrennen und so in den Tandem. Also die Roloff-Schaltung wäre das Beste vom Besten. Und jetzt auch noch elektronisch zu bedienen. Also man hat nicht mehr einen Drehgriff wie früher, sondern das Ganze wird angetippt. So eine Art Tipptronik ist das. Drückst du drauf, zack. Und in Sekundenbruchteile wechselt dann der Gang. Fahren Sie das unbedingt. Wenn Sie einmal so eine Schaltung fahren Sie nichts mehr anders. Nie mehr. Gerade weil Sie wissen ja, ne, schnelle Schaltvorgänge und du musst ja die ganze Zeit schalten, um deine Trittfrequenz zu halten, das wissen Sie ja alles. Also fahren Sie es unbedingt. Und dann, wenn Sie dort Rock verfallen haben, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal nach dem Rad, vielleicht mit Zahnriemen. So wenig Wartungsaufwand wie möglich und dann fahren Sie mit so einem System, weiß Gott wie lange. Also ich gebe Ihnen nachher mal eins zur Fahrrädle und gebe Ihnen eine Zeit, das mal zu prüfen, weil das kannst du nicht in 5 Minuten. Ne? Da fahren Sie mal eine Strecke. Haben Sie einen Helm dabei? Sie sind doch der mit der Mappe und dem Helm, gell? Also, sagen wir mal so, ich bin jetzt kein Händler, wo einer hauruck
ein Rad geschwind kaufen muss, ein E-Bike, weil jetzt, ach ja, das gibt ja E-Bikes und jetzt schnell uns kaufen. Aus dem Grund machen wir so Veranstaltungen ja auch mehr so noch in der ausgehenden Winterphase, weil im Sommer, wenn dann die Leute zu mir kommen und sagen, ich brauche schnelle E-Bike, muss ich sagen, nee, tut mir leid, geht nicht, die wird erst gebaut. Wenn sie uns wollen, das wird für sie gebaut, ich habe nichts im Lager stehen. Dann erschrecke die und ziehe weiter.